Hallo meine lieben PES-Freunde, Chris Cross auf YouTube mal wieder am Start und zwar mit PES 2022 News. Sind's News? Ist es fake? Ist es real? Man weiß es nicht. Ja Leute, auf jeden Fall bin ich mal wieder hier auf YouTube. Ich schulde euch einiges, das weiß ich. Aber ich werde euch heute dazu so ein bisschen was sagen, was mein Plan ist und warum in der letzten Zeit so wenig YouTube-Videos gekommen sind. Als allererstes möchte ich euch ankündigen, worum es in diesem Video geht. Und zwar werden wir hier über PES 2022 reden. Was ist schon an News draußen? Wo wird spekuliert? Was kommt alles? Und da möchte ich euch gerne einladen zu diesem Video. Wenn euch das gefällt, dass ich auch zu PES 2022 hier die News bringe, dann würde ich mich herzlich über ein Like freuen. Das würde ich feiern, Leute, weil dann ist der Aufwand nicht umsonst. Und ich habe Motivation, zu PES 2022 nochmal richtig auf YouTube durchzustarten. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Jetzt kurz zu dem Grund, warum ich nicht mehr so oft auf YouTube am Start bin. Und zwar bauen wir hier weiter an unserem Haus. Das heißt, das Haus steht schon, aber wir müssen es renovieren. Also da kommen Durchbrüche und alles andere auch noch. Und deswegen bin ich momentan nicht so oft für euch da. Jetzt aber zu den News. Lass uns mal gucken, was wir schon über PES 2022 wissen, was so durchgesickert ist. Ja, wo wir schon so einige Informationen haben. Und da möchte ich euch jetzt mit auf eine kurze Reise nehmen. Und ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch für PES 2022 wünscht. Ja, ob ihr euch freut, ob ihr von FIFA wechseln wollt, ob ihr heiß seid, auf den neuen Konsolen dieses geile Game dann anzuzocken. Wer weiß, ob es überhaupt geil wird, aber ihr wisst, was ich meine. Der Hype ist real. Man merkt es auch auf Twitch. Also wer mich auf Twitch live sehen will, der kann auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung gucken. twitch.tv/chriscross kommt da auf jeden Fall mal an den Start. Und ja, da auf Twitch gibt es ein paar neue Projekte auch von mir. Und da reden wir natürlich auch im Chat in den Streams über PES 2022. Wäre nice, wenn ihr da auch mal vorbeischaut und da verpasst ihr auch nichts. Auch in meinen Insta-Stories, Leute, da haue ich die PES 2022 News auch noch eigentlich eher raus als auf YouTube. Deswegen da auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung gucken und mir da folgen. Das wäre auf jeden Fall sensationell. So, wir gucken jetzt mal, was ich so herausgefunden habe, was so Neues gibt. Also ihr seht hier schon zu meiner Linken das Bild und ja, fake oder real. Das Cover mit Cruyff, ich weiß es nicht. Also da haben sich vielleicht Leute da einen kleinen Scherz erlaubt, weil ich glaube nicht, dass Konami mit Cruyff auf einem Cover in das Jahr PES 2022 geht. Aber die Farben, die wurden schon geleakt und das, was wir hier jetzt sehen, also man weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall eine neue Konami-Page. Sieht alles offiziell aus, Leute. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest, wenn das irgendwie, ja, doch alles sich als Fake herausstellt. Aber wir wollen zumindest mal schauen, was es da so für News gibt, beziehungsweise wie sich das alles so grafisch gestaltet und ob das Release-Date sogar angekündigt worden ist. So, wir gehen mal zusammen drauf. Und ich zeige euch mal ein bisschen was dazu. Ja, hier sehen wir ja, eine eFootball Konami Seite aus Japan. Sie hat 1740 Abonnenten, was ich ziemlich wenig finde, wenn es von offizieller Seite wirklich der Fall sein sollte, dass Konami hierüber jetzt sogar das Datum liegt, weil wir sehen hier 20.09. Release-Datum von eFootball PES 2022 Fragezeichen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr über diese Seite wisst, was ihr davon haltet und ob das für euch ein Leak ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Da ich kein Japanisch kann, Leute, ja, bin ich hier mal auf die Kanalinfo-Seite gegangen und habe das mal mit dem Google Translator übersetzt. Und es sieht schon alles sehr offiziell aus. Ich habe es hier mal übersetzen lassen. Der eFootball-Kanal bietet verschiedene Herausforderungsprojekte, Kooperationsprojekte mit Fußballspielern und PES-Projekte, um die Freude am Fußball zu vermitteln. Und dann werden hier noch die offiziellen Twitter-Seiten von eFootball PES und so weiter ja, aufgezählt, aufgeführt und es scheint wirklich real zu sein. Was halten wir von diesem ganzen Style? Ihr werdet gleich im Anschluss, wenn ich die Seite hier nochmal wechsle, nochmal ein kurzes Intro-Video auch davon sehen. Und ja, ich möchte mit euch ein bisschen darüber quatschen, was sind meine Wünsche für PES 2022, was weiß ich noch alles darüber, was ist schon offiziell und was, wo geht die Richtung hin von wegen Lizenzen und so weiter. Darüber möchte ich jetzt
mit euch noch ein bisschen reden und gleich im Anschluss daran kommt noch mal was zum neuen Data Pack 5.0, das es in PES 2021 geben wird. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir gehen jetzt noch mal zurück in einen anderen Screen. So, da bin ich für euch auch schon wieder. Und ja, hier nebenan läuft auf jeden Fall der eFootball PES 2022 Trailer, der uns ja alle, ja, der überhaupt diesen Hype verursacht hat. Also, Leute, ihr seht die Grafik, es soll in Unreal Engine kommen und dazu wird auch im Anschluss an diesen Trailer jetzt nochmal von mir gezeigt, was die Unreal Engine eigentlich kann. Ihr kennt es schon und habt bestimmt auf YouTube das gesehen, was da eigentlich grafisch möglich ist. Es ist unfassbar. Und wenn man sich das vorstellt, dass es in Zusammenhang mit den Spielermodellen, ja, dann diese Grafik geben wird, das ist einfach nur ein Traum. Also da können wir wirklich zu Recht gehypt sein. Was jetzt durchgesickert ist, ist, dass FIFA 2022 oder FIFA 22 nicht mit der Unreal Engine kommen wird. Das ist ja auch spannend. Und da hat vielleicht wirklich Konami dieses Jahr den Vorteil. Da bin ich mal gespannt. Da wird diskutiert, ob es bei FIFA die Frostbite Engine 4.0 sein wird. Die ist ja momentan auf dem 3.0 Stand. Wenn ihr da mehr wisst, wenn ihr mehr gehört habt, Leute, haut es in die Kommentare rein. Auf jeden Fall ist durch einige Konami-Mitarbeiter durchgesickert, dass es wirklich richtig edel aussehen soll. PES 2020, Leute, muah, ja, vom Feinsten. Die Spielermodelle, die Bewegungen, die sollen alle viel, viel realistischer sein. Und was auch der Fall sein soll, Leute, und da können wir wirklich gespannt sein, ist, dass es mit PES 2020, mit PES 2021 überhaupt nichts zu tun haben wird. Das heißt, es wird ein komplett neues Spiel für eine komplett neue Konsolengeneration, für Next Gen, ne? PS5 und so weiter, Xbox die neue. Und was ein bisschen traurig ist, dass es keine Version für die PS4 und die alten Xbox-Generationen geben wird. Da hat Konami aber jetzt wieder zurückgerudert. Also erst haben sie die Info rausgehauen, es wird nur sozusagen ein Update sein, ne? Wie jetzt auch dieses Season-Update hier für PES 2020. In Form von der 21er-Version wird es dann ähnlich aussehen mit dem 22er-Teil. Das heißt, MyClub wird zurückgesetzt, vielleicht bekommt man ein neues Overlay und man ist am Arsch. Aber da hat Konami jetzt doch wieder zurückgerudert anscheinend und gesagt, nee, wir wollen so ein bisschen mehr bringen, weil wir aufgrund von Covid-19 ja auch erhebliche Schwierigkeiten hatten und vor allem Sony Lieferschwierigkeiten hat mit der PS5. Aufgrund dessen wollen sie schon ein bisschen mehr Content für PES 22 und die PS4-Version ja, hinzufügen. Leute, das ist alles mit Vorbehalt. Das sind keine offiziellen Infos von Konami. Also Spekulationen, Gerüchte, aber an denen anscheinend auch was Wahres dran ist. Also schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn ihr mehr wisst, wenn ihr mehr gehört habt, wenn ihr mehr News habt. Auf jeden Fall könnt ihr mir auch privat schreiben auf unserem Discord-Server, denn da gucken wir jetzt auch nochmal drauf, Leute. Guckt mal in die Videobeschreibung, da ist auch ein Link zu unserem Discord-Server. Komplett kostenlos, über 1100 Mitglieder in diesem Forum. Guckt mal rein und hier gibt es auch die PES 2022 News, Leute. Da werden wir dann alles Offizielle draufstellen. Also alles, was offiziell ist, kommt hier rein. Da können wir auch miteinander spekulieren, voll geil. Und ja, da sind so viele schon am Start. Ach, ihr müsst einfach auf unseren Server kommen. Keine Ausreden. Ja, Leute, es ist einfach viel los. Das hier habt ihr eben in Kurzform gesehen, lief neben mir ab. Das Video auch oder beziehungsweise dieser Mini-Trailer. Und wir sind alle gespannt, wir sind alle gehypt und wir freuen uns auf PES 2022. Ich erwarte aber auch Folgendes. Ihr habt ja mitbekommen, dass Konami diese eFootball Points eingeführt hat. Und das ist ja auch was Neues. Und ich bin gespannt, wie sich das überhaupt entwickelt. In Brasilien haben sie jetzt auch schon diese Lootboxen verboten. Das heißt, da ist FIFA und Foot bald auch nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, wie Konami-System dazu steht oder beziehungsweise wie die das bewerten, weil es ja auch Geldinvestitionen sind in Form von diesen Coins und wir dann ja Glück haben müssen und Spieler ziehen. Die Chance ist viel, viel höher, gute Spieler zu bekommen. Aber es ist auch so eine Art System, ich investiere Geld und brauche Glück, um gute Spieler zu bekommen. Ich weiß nicht, wie Europa, Deutschland und andere Länder damit in Zukunft umgehen werden. In Belgien, in Holland ist es schon verboten, Leute. Und deswegen ist es vielleicht ein super Schachzug gewesen, diese eFootball Points in das Spiel zu integrieren, was Konami ja auch schon gemacht hat.
Und ich möchte euch nochmal was zeigen. Und zwar habe ich ja da ein YouTube-Video zu gemacht. Da gucken wir nochmal rein. Leute, wer das noch nicht kennt, der guckt auf jeden Fall mal auf YouTube hier zu PES 2021 eFootball Points Anwendung. Und da rede ich auf jeden Fall über diese eFootball Points. Und ich hoffe, dass es in Zukunft wieder sowas geben wird. Und das kann ja auf jeden Fall sein. Wie hier. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und zwar war das hier zu PES 2006 möglich, im Game sich Dinge zu kaufen und auf einmal mit einem Hund auf dem Spielfeld rumzulaufen. Ja? Der Mann, der Spieler hatte dann einen Hundekopf zum Beispiel. Sowas ist ein bisschen kindisch, klar, sowas wollen wir nicht sehen, aber vielleicht gibt es bestimmte Bälle, die man sich aussuchen kann. Vielleicht gibt es bestimmte Schuhe. Man weiß es nicht. Also, das würde ich echt feiern, wenn es das nochmal geben würde. Ja, was man nochmal erwähnen sollte, und da komme ich zu den PES. Lizenzen. Da liefert sich ja Konami mit FIFA einen Kampf, der nie da gewesen war. Wenn ich daran denke, dass wir jetzt Juve am Start haben, dass wir die ganzen brasilianischen Ligen am Start haben, wo FIFA auch Verluste erlitten hat. AS Rom hat FIFA nicht mehr original am Start. Neapel soll jetzt noch dazukommen. Und jetzt auch noch geil, Leute, Argentinien wird vorlizenziert und die Nationalmannschaft. Ne? Das heißt, die wird es wahrscheinlich auch nicht mehr in FIFA geben. Konami ist schon clever. Die holen sich jetzt die National Teams, vielleicht holen sich dadurch auch die Spielerrechte und mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Das feiern wir als PES-Liebhaber, Leute. Hier auf Twitter am Start. We are delighted to share the news of our official partnership with LA Association del Fútbol Argentino. Alles klar, mein Englisch ist wieder on point. Leute, aber das heißt, Argentinien ist lizenziert, können wir feiern. So, und jetzt kommen wir noch zu Datapack 5.0. Da hat Konami auch was veröffentlicht, Leute. Und zwar gibt es jetzt am 8.4., am Donnerstag, Leute, gibt es eine Aktualisierungsdatei. Das wird Datapack 5.0 sein. Drei Teams fallen daraus. Und zwar hier aus Chile: U de Concepción Deportivo Iquique und QR. Mein Chinesisch wollte ich schon sagen. Ja, mein Englisch ist auf jeden Fall nicht very good. Ihr wisst es. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier nicht nochmal wiederholen mit den Teams. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ja, in diesem Update neue Spielergesichter, neue Spielermodelle. Hoffentlich kein Script mehr, oder? Man weiß es nicht, Leute. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch meine PES 2022 News gefallen, wenn ihr mehr davon haben wollt, dann jetzt an dieser Stelle einen Like da lassen. Wäre mega happy darüber. Ach so, bevor ich es vergesse, Leute, ich muss euch noch was ankündigen hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass auf YouTube ja keine Tutorials mehr kommen, habe ich was Neues entworfen. Und zwar gibt es jetzt in meinen Livestreams immer am Donnerstag so 15 bis 20 Minuten, circa gegen 21 Uhr, ein Live-Tutorial, wo ihr mir auch, sage ich mal, in den Kommentaren Tipps und Tricks geben könnt und ich das, was ich in 20 Jahren jetzt in PES gelernt habe, da weitergebe an euch. Das heißt, diese Tutorials, die eigentlich auf YouTube stattfinden sollten, können aus zeitlichen Gründen da nicht mehr stattfinden. Und folgendes habe ich mit euch vor. Und schaut euch das mal an. PES Practice Bootcamp, Leute. Ja, Mission 1, so wird das heißen. Mission 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da werden auf jeden Fall mehr kommen als auf YouTube dann auch. Und da werde ich ja, in den ersten Folgen natürlich die Basics erklären. Wie man den Ball abschirmt, wie man manuell die Spieler schickt und so weiter. Die ganzen Tipps und Tricks, die mich dahin gebracht haben, in PES 2020 Champion zu werden. Jetzt spiele ich immer noch meine 60%. Und um euch dahin zu bringen, habe ich mir das für meine Community ausgedacht. Ich hoffe, ihr feiert das. Leute, könnt ihr mir auf jeden Fall auch mal was in den Kommentaren da lassen. Daumen hoch oder nach unten für diese Aktion. Ja, wie gesagt, ich bin dankbar, dass ihr zugeguckt habt. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge, wenn es heißt PES 2022 News, Leute. Bis zum Livestream oder nächsten Video. Macht's gut und ciao.